Herzlich willkommen zu einem Short Review Review Spezial. In diesen Boxen befindet sich meine Transformers-Sammlung meiner Kindheit. Mit all diesen Transformers-Figuren habe ich mal gespielt. Aber durch Umzug, durch Größerwerden habe ich ja nicht mehr die Zeit zum Spielen. Also habe ich sie in Kartons verpackt. So, und irgendwie kam es ja nicht dazu, dass ich habe nicht den Platz, auch sie komplett aufzustellen, habe keine Vitrine. Doch ich möchte einfach mal wieder eine Reise in meine Kindheit machen mit euch. Und euch, ja, und mir selbst auch mal wieder vor Augen zu führen, was ich überhaupt besitze. Ganz grob weiß ich es in meinem Kopf. Und ja, ich werde jetzt gleich Karton für Karton, Karton für Karton auspacken und zeige euch die Figuren. Später werde ich natürlich auch nochmal Detailvideos machen zu einzelnen Figuren. Das ist jetzt nur mal ein grober Blick dann in meine Sammlung, denn ich muss dazu auch sagen, die Figuren sind jetzt alle Figuren ohne Zubehör. Das Zubehör, das weiß ich, das habe ich jetzt hier in einem Karton, das werde ich auch nicht auspacken. Ihr könnt ja sehen, hier sind all die Waffen, die Box ist voll bis oben hin und Zubehörteile sind ja darin zu finden. Und die muss ich natürlich wieder zuordnen. Also ich kann jetzt hier nur ganz grob sagen, hier ist eine Kanone, ich glaube das war vom Motormaster, also von dem Stunticon-Anführer. Hier ist die Kanone von Onslaught, dem Anführer der Combaticons. All diese Sachen sind hier drin, die muss ich natürlich wieder den Figuren zuordnen. Das sind aber andere Videos, die werde ich auch ins Detail später ja, nochmal anders aufnehmen, aber das ist ja nicht in diesem Video geplant. Genauso, das ist auch die einzige Box, wo ich wirklich weiß, was drin ist. In dieser Metallkiste, ich mache sie vorsichtig auf, finden sich zum größten Teil all meine Micromaster Transformers. Die werde ich jetzt natürlich nicht einzeln, hier guckt so nach dem Motto, so in die Kamera halten, das ist einfach zu klein, die werde ich eine andere Aufnahme machen und auch ein anderes Video. Erstmal geht es um die großen, da sind große Figuren drin, die lohnen sich in die Kamera zu zeigen und das werde ich gleich machen. So, fangen wir doch mit dem größten Karton einfach an. Ich habe einen Stuhl direkt vor meinen Tisch gestellt, damit ich die Figuren auf diesem Tisch besser präsentieren kann. So, dann öffnen wir diesen großen Karton mal. Ich bin selbst gespannt, ich habe keine Ahnung mehr, was sich da drin befindet. Ich sehe schon. Gut verpackt. Wow, randvoll, kann ich euch so sagen. So, ich greife blind einfach mal rein. So, da haben wir, ein bisschen eingestaubt leider auch, einen Pretender. Und ich merke schon, ja, das Plastik, ja, er ist ja auch seit 1990 in meinem Besitz. Es fängt leicht an zu kleben. Ich muss das echt sauber machen und rein. Wie gesagt, 15 Jahre da drin. Die Figur. Arme lassen sich fast gar nicht bewegen, kleben. Aber die Figur ist da drin. Ich möchte gerne den Gürtel. Der klebt da fest. Ich muss ganz vorsichtig, ich muss aufpassen. Mütze ab. Und dann sieht man schon, guck mal, das Farbe dann auch, das ist so vom Hinterkopf, das ist leider noch ein Problem. Wenn ich fühle, dass der Transformer da drin ist. Na. Vor 15 Jahren. Ah. Der Pretender. So, ganz vorsichtig, hier seht ihr die beiden Shells und da drin ist der Transformer entsprechend. Ja, ich glaube, ich werde den Transformer dann nie wieder reintun. Das wird jetzt das letzte Mal sein, damit das so ist. Ich werde den jetzt zum letzten Mal schließen. Man merkt hier an der Seite, dass so das Plastik, dass es anfängt zu kleben. Wie gesagt, es ist 15 Jahre alt oder die Farbe ist dran hängen geblieben, weil diese leicht klebrig werden. Es ist von 1990, das sind 30 Jahre, das ist eine 30 Jahre alte Figur. So, zusammen.
das legt die mal so hin, Gürtel und Helm davor. Den Roboter, ich transformiere ihn. Ich muss sagen, ich habe die Namen auch alle nicht mehr drauf. Also da muss ich echt nachgucken und so transformiert. Stellen wir daneben. So, weiter geht es. Was nehmen wir denn nächstes? Nehmen wir noch einen weiteren Headmaster. So, und hier sehe ich das gleiche Problem. Ach ja, Headmaster sage ich schon. Pretender. Gut, der Gürtel, der wird woanders sein. Der kann noch. Der ist sich jetzt nicht gelöst. Helm kann man noch abnehmen. Und auch der Transformer ist da drin. Ich kann ihn noch mal zeigen. Er schön in die Kamera. Der Pretender. Wunderbar. Der geht leichter auf. Ja, die Schale wieder schließen. Wird auch nie wieder so sein. Und da haben wir auch den Transformer. So, ich verwandle ihn. So, ich glaube Landmine hieß er. So, da ist er. Stellen wir daneben. So, weiter geht es. Ich werde nicht jeden Transformer verwandeln, das muss ich dazu sagen. So, hier habe ich einen kleinen Target Master. Ich werde die Figuren, wie gesagt, einzeln irgendwann mal vorstellen. Aber jetzt packe ich erstmal aus und schaue mir sie an. Auch hier haben wir einen schönen Pretender. Der geht sogar noch. Figur ist nicht drin, brauche ich nicht aufmachen. Helm. Ich mag ihn gar nicht abnehmen. Der hängt richtig fest. Das ist so die Zeit, das, ist die, das hätte ich nie gedacht. Früher ging die einfach ab. Ja. Und hier seht ihr, wie so das alles hängen geblieben ist. Aber manchmal geht das nicht anders. Und vielleicht kann man sie ein bisschen restaurieren, ein bisschen mit Farbe wieder neu gekleben, damit die wirklich gut aussehen. Den Helm so daneben legen. Das ist, glaube ich, vielleicht sogar das Bessere dann teilweise. Ich weiß es nicht. So, ach komm, nächster. Pretender. Da ist auch keine Figur drin. Die weiß ich, die habe ich lose. Auch cool. So, weiter geht es. Was nehme ich denn da? Okay, das ist mal ein neuer. Der kommt aus Robots in Disguise. Er sieht ein bisschen aus wie Trax, ist es aber nicht. Auch eine sehr schöne Figur, aber auch sehr kompliziert im Verwandeln gewesen. Robots in Disguise war auch eine Transformers-Serie. Ich glaube, die ist auch nie in Deutsch gelaufen. In Englisch ja. So um 95 herum muss das gewesen sein. Auch sehr schön. So, fangen wir mal mit ein paar wirklich tollen G1s an. Goldbug. Das ist Bumblebees Reinkarnation. Das sind diese Aufziehautos. Ach, funktioniert sogar noch. So, da habe ich auch noch weiter seine Linie. Und auch hier. Oh, da kann man gleich zeigen. Den habe ich zweimal in zwei unterschiedlichen Auflagen. Denn einmal mit Rubbelsymbol und einmal nur mit Autobot-Logo. Beides echt. Aber irgendwann haben sie leider das Rubbelsymbol eingestellt. Und das ist schade. So, weiter geht es. Ah, hier haben wir einen Jazz vom Pretender. Das müsste er jetzt hier sein. Das muss sein Auto sein. So, und jetzt habe ich hier sogar noch einen Pretender. Auch nicht schlecht. Helm nehmen wir mal ab. Gesicht sieht manchmal echt sehr ähnlich aus, als ob man wirklich die gleiche Form genommen hat. Ja, das Plastik fängt auch an zu kleben und auch die Arme. Das ist sehr schade. Sehr, sehr schade. So, und dann habe ich auch schon gleich den nächsten Pretender. Machen wir einfach damit weiter. Auch bei ihm ist nicht die Figur drin, das merkt man einfach, es klödert nicht. Mit dem Doppelhelm, ach, der klebt auch, und klebt da fest. Ein bisschen staubig trotzdem, obwohl die in der Kartons waren, aber Staub findet seinen Weg. Das ist echt erstaunlich. So, und jetzt mache ich mal was ganz anderes. Ich zeige einen Knockoff von Megatron.
von dem G2 Megatron. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, mein Video von den Karten, da war ein Knock-Off dabei, und zwar der hier, die Verpackung. Und er hat einen ganz anderen Kopf, hier so ein patriotisches Symbol, und er müsste so eine Art Prime-Kopf haben. Warte mal, können wir den irgendwie sehen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man ihn verwandelt, auswendig mehr, wo der Kopf ist. Wo ist er da? Da unter der Kanone ist der Kopf. Ja, so ein Prime-Kopf. Ich zeig's nochmal so. Auch nicht schlecht. Hat irgendwas, deswegen habe ich, oder ich habe ihm Geschenk gekriegt. Warum nicht? Ist ganz lustig. Und hier habe ich noch einen kleinen Knock-Off. Ein Grimlock-Knock-Off. Das ist aber auch wirklich sehr, sehr alt. Das hat mal ein Nachbar, der uns oder der mir Transformers aus Italien mitbringen sollte. Ja, er versprach mir, ich habe ihm, glaube ich, 50 Mark mitgegeben. Ja, und er muss wirklich so nach dem Motto, ich bin am Flughafen, habe gar keinen Bock gehabt nachzugucken und hat mir dann nur diese Figur mitgebracht. Also, das ist so ein ganz kleiner T-Rex, ein Knock-Off im Stile von Grimlock, aber eben halt auch sehr lustig. Kann ich auch bei Gelegenheit auch nochmal zeigen. So, weiter geht's. Die Kiste ist randvoll und wenn ich mir das so angucke, wird es garantiert sein, dass ich das Video in mehrere Teile teile. So, dass man mehrere Häppchen hat, wenn ich mir so diese ganzen Figuren weiter angucke. So, ich sehe auch, dass manche leider nicht mehr ganz so perfekt sind. Hier habe ich nochmal zwei Trottlebots. Zählt zu dieser Linie. Und zu der Serie mit den Trottlebots. Und ich habe bis auf Goldbug eigentlich alle von der ersten Version, also die ganz normale Black Cards. Die hat nämlich das Ruppe-Symbol und später wurden sie nochmal auf Goldkarten in Europa veröffentlicht und da waren die dann mit dem Autobot-Logo. Sie haben das irgendwann eingespart. Sehr, sehr traurig. Ich muss aber dazu sagen, wenn man diese Zeit bedenkt, man wusste es nicht. Wenn man die Figur lose gefunden hat, hat man schon gedacht, das ist eine Kopie oder so. Man war sehr leicht in diesem Glauben. Aber genug der Worte, weiter im Kontext. So, ich greife mal hier jetzt was ganz anderes rein. Und zwar, das müsste Armada oder so sein. Die Feuerwehr. Ich glaube, die hieß auch Inferno. Armada oder Cybertron. Also diese klassische Serie, die so um... Oh, wann waren die so? Zwischen 97 und 2000 muss das gewesen sein, dass diese Serie gekommen ist. Es gab da drei Teile. Armada, Cybertron und Energon. Oder die Reihenfolge habe ich jetzt nicht so im Kopf. Die waren mit Computer generiert, die Serien, hatten ein paar interessante Figuren. Ein paar habe ich eben halt, aber ich glaube, die habe ich auch vom Flohmarkt oder so. Also ich habe die mir nie in Boxen gekauft. Ab und zu habe ich da mal auf Flohmärkten zugegriffen. So, stellen wir auch mal hier hin. Weiter geht es. Ah, ein Headmaster haben wir hier. Wie gesagt, die müssen noch zusammensortiert werden. Hier ist jetzt auch... Doch, der Headmaster ist drin. Ach, der ist sogar drin. Und der kam dann eben halt mit so einem kleinen Stuhl. Das war gleichzeitig dann auch der Helm. Und dann konnte man ihn verwandeln. Das ging jetzt hier wirklich sehr, sehr simpel. Arme wurden... Ah ne, hier muss ich erstmal umknicken. Na. Bin auch nicht mehr so geübt mit dem Ganzen. So, das wurde umgeknickt. Das ausgepackt. So, dann haben wir die Figur. Die war sehr simpel. Kopf reingesteckt. Ach so, bevor ich ihn reinstecke, man konnte den Brustbereich und dann konnte man sehen, Speed, Strength und Intelligenz. Das waren so eine kleine Anzeigen. Und wenn man den Kopf reingesetzt hat, na komm. Kann man sehen, so kleine Stärkebalken. Auch nicht schlecht, tolle Idee. Hier fehlt natürlich noch die Waffen und er hatte so zwei kleine Kanonen, die so als Ohren dienten. Die wurden auch hier aufgesteckt. Ja, sehr, sehr toll. Also, das ist schon sehr voll und ich sag mal so, da muss ich wirklich
mehrere Videos machen. So, und ich zeige euch jetzt mal die Figur. Sowas passiert leider auch. Seht ihr das? Das war ein Motormaster bzw. Powermaster. Und der war mal weiß. Man kann es hier sehen. Und obwohl keine Sonne dran kam, aber es reicht manchmal schon, wenn die nur einmal Sonne ausgesetzt waren. Und das mag noch nicht mal bei euch im Kinderzimmer oder im Kauf sein, sondern es kann schon in der Fabrik gewesen sein. Sonnenlicht hat halt manchmal den Effekt auf Plastik. Hier kann man unten genau sehen, wie schön weiß der mal war. Und jetzt, ich habe glaube ich ein, zwei Figuren. Ich weiß noch, Scattershot von den Technobots, der ist auch bei mir verfärbt. Ist sehr, sehr schade. Ja, lässt sich leider nicht ändern. Also ich glaube, den habe ich auch vom Flohmarkt, weil er ist ziemlich abgerissen. Und wenn er da mal so kurz so ein Boy nur eine Stunde in der Sonne gestanden hat, das reicht. Damals, manche waren anfällig, gerade so was wie weiß war. Ja, ich will nicht drum herum reden, das sieht scheiße aus. So, ich habe hier nochmal einen weiteren Headmaster, ein Pretender. Der hat auch eine schöne Rüstung, man merkt hier auch das Plastik, beziehungsweise hier ist Gummi und das klebt auch. Also das muss man echt nochmal schön reinigen und die müssen weggestellt werden. Vielleicht müssen die sogar eingepackt werden, wenn die nicht in der Vitrine stehen, damit der Staub nicht an den Armen und so weiter klebt. Also ich muss mal gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, dass man diese wieder versiegelt, dass das Kleben aufhört. Aber das war, was auch keine Figur drin. Das war einer der Pretender, die sich verwandeln konnten. Der konnte sich so einen Hubschrauber verwandeln. Man Beine umklappen und Schubdüsen. Ich habe alle Zubehörteile noch. Oh, hier ist sogar Stoff dran. So, stellen wir auch mal hier hin. Wird voll der Tisch, denn die Kiste ist noch randvoll. So, ein Target Master, Double Target Master. Das ist übrigens auch ein Double Target Master, der hat zwei gehabt. Eine Baumaschine, ein Autobot. Auch sehr, sehr schön. Ich habe hier so viel. Ja, und jetzt kommen wir mal mit ein paar G1s. Sparko-Buds, sag ich schon. Das sind Firecons. Die G1s. So, da habe ich noch einen anderen. Und hier sehe ich auch, das ist echt witzig, man kann hier sehen, wie es angelaufen ist. Ich mache mir die Arme auseinanderklappen, vielleicht sieht man das besser. Eine Seite weiß, eine Seite, ja, angelaufen. So läuft das manchmal, ganz seltsam. Das Plastik ist unterschiedlich, kann man nicht voraussehen. Man sieht wirklich, das eine sieht aus wie nichts, oder nicht wie nichts, wie neu. Und das andere ist komplett angelaufen. Aber nicht fleckenweise, sondern wirklich durchgehend. Das ist Material. Aber für mich ist das jetzt ja auch Nostalgie, es ist eine Erinnerung. Die habe ich alle mir gekauft. Ich hatte ja ein paar, hattet ihr auch schon gemerkt von den Karten, die ich hatte, dass welche Figuren dabei sind. Und ich sehe, da sind auch echt wow. Ist noch immer so voll. Noch so voll. Und ich finde noch Figuren, Wahnsinn. Oh, herrlich, ich mag gar nicht so. Jetzt mache ich mal einen ganzen Klassiker raus. Auch einen meiner Lieblinge. So, ein bisschen die Beine präsentieren. Snarl. Dinobot Snarl. Ist das nicht eine kultige Figur? Oh, eingeschraubt, aber egal. Na? Habe ich hier noch... Auch nicht schlecht. Hier ist ja so eine Pilotenkanzel drin. Und... Es war mal so, dass ich, ja, Piloten, die gab es nur in Japan, beziehungsweise die kommen aus der Diaclone-Serie. Und ich habe dann immer so Kristalle genommen, also Halbedelsteine. Und das waren dann meine Energiequellen. Und hier ist es jetzt eine andere, das ist Kirium. Ich habe mal Marshall Brace da besessen, also nur den Marshall, keine anderen Figuren. Und das Kirium fand ich so geil und das habe ich dann benutzt als Energiequelle bei meinen Dinobots. Das nehme ich mal raus. Ehrlich, einer meiner absoluten Lieblinge, der muss auch präsentiert werden. Anders geht es nicht. So, weiter geht's. Ach, kommen wir auch nochmal zu einem wunderbaren. Der ist auch hier ein bisschen angelaufen, auch an den Beinen, lässt sich nicht ändern. Hunger. So, warte mal, ich präsentiere mal hier so, dass er mal ein bisschen hingestellt werden kann, als Fahrzeug wenigstens. Als Doppeldrache, wenn man so will.
wie gesagt, diese Figur ist auch 30 Jahre alt und es gibt halt Alterserscheinungen. Man kann es nicht immer ändern, also hier schön der Doppeldrache von den Terrakans. Und ihr seht, am Schwanz ist er angelaufen, hier am Bein. Er war 15 Jahre mindestens hier drin, aber ich habe auch damit offen gespielt. Das heißt, Sonne ist mal rangekommen, das ist das Traurige, aber dennoch, es lässt sich nicht ändern. Es gibt natürlich die Extremvariation, was ein bisschen sehr schade ist. Das heißt, für mich wird das irgendwie nur eine Hinstellfigur natürlich. Wenn ich werde, kann ja nicht mehr spielen, die Zeit habe ich nicht. Und man kann sie auch dadurch, dass ja einige auch kleben und so weiter, sind es ja keine Spielfiguren mehr. Es sind wirklich reine Sammelfiguren und für mich ist es jetzt Präsentation meiner Kindheit. So, weiter geht es. Nehmen wir mal ein paar modernere. Das war auch aus der, ich glaube, aus der G2-Serie, ein Jet. Hier noch einen weiteren. Hier kann man auch sehen an dem anderen Logo, dass es die G2-Serie war. Da sind auch welche. Genauso wie hier, auch einer der etwas moderneren, sehr, sehr einfach gehaltenen. Hier ist so ein Projektor. Das kann man jetzt nicht sehen. So ein Projektorschild. Auch nicht schlecht. Sehr, sehr simple Figur. Ich habe noch einen hier irgendwie gesehen. Habe ich ihn noch? Nö, irgendwie. Vielleicht finde ich ihn noch, den ich mal eben. Egal, es gibt bessere Figuren da drin. Ach ja, hier auch noch mal einer von diesen G2s. Auch nicht schlecht. Habe ich drei Jets, nicht schlecht. Sind auch so, wie ich sehen kann. Und die Ecke ist staubig, aber sonst sehen die heil aus. Wirklich toll. So, jetzt kommen wir aber zu weiteren Jets. Gehen wir aber damit weiter. Die Aerobots. Air Raid. Man sieht, gespielt, vorne ein bisschen abgenutzt, aber es sind halt Stücke meiner Kindheit. Das ist meine Kindheit pur. Und das ist echt, ich muss mal gucken, wie die Zeit ist. Ich sehe die gar nicht eingeblendet. Mein Akku wird immer leerer. Ich weiß, es kann sein, dass ich noch nicht mal die ganze Kiste auseinanderkriege. Das hätte ich nicht gedacht, dass der Akku leer ist. Obwohl ich ihn aufgeladen habe. So, hier kommen wir. Zwei weitere Aerial Buds. Und auch hier seht ihr, angelaufen, ein Flügel. Komplett. Lässt sich nicht ändern. Es ist mir auch nicht ganz so schlimm, weil ich weiß, das sind meine Kindheitsteile. Noch, ich muss sie echt reinigen alle. Hier, Silverbolt, Anführer der Aerobots. Wahnsinnig toll. Toll, toll, toll. Oh, herrlich. Und ich habe immer noch so viele Figuren. Das sind noch Figuren ohne Ende. So, komm mal hier. Ach, auch der ist leicht angelaufen. Das war ein Action Master Transformer, einer der wenigen, die sich ein bisschen verwandelten. Das war, ja, im Endeffekt, die Action Master Linie war eine Serie, wo, wie soll man sagen, die hatten nicht mehr das Interesse, diese Verwandlungsroboter herzustellen. Hasbro hatte sich überlegt, das ist zu teuer, so eine Roboter zu bauen, die man mit zu viel Teilen, die sich verwandeln, das zu planen. Und weil sich G.I. Joe gerade in dem Moment besser verkaufte, und die Action Master waren so die letzte Linie, mit die in den 90ern rauskam. In Amerika gab es auch wirklich eine Phase, wo gar keine Transformer mehr erschienen. Also das waren über 10, 15 Jahre, wo nicht ein Transformer in Japan schon, aber in Amerika mehr erschienen ist. Und das war etwa nach der, ja, die Action Master Linie war gar nicht mehr nach Amerika sogar gekommen. Mit diesen Figuren haben wir exklusiv in Europa bekommen, die, genauso wie die G2-Reihe. Die waren zwar für Amerika geplant, aber nie gekommen. Deswegen sind die auch gefragter aber in Amerika und teurer zu handeln oder werden teuer gehandelt in Amerika, weil sie es da nicht rüber geschafft haben. Ja, und wir hatten Glück, dass wir noch ein bisschen, weil bei uns das Transformers-Feeling oder beziehungsweise die Serien liefen wesentlich später. In Amerika lief ja Transformers G1 von 85 bis 87. Mit einem Kinofilm, der sehr erfolgreich war. So, bei uns, gerade in Deutschland, lief es erst 1990, das heißt 4 Jahre später. Und wir hatten diese Phase bis 93, 94. Jahre später haben sie zwar noch dann Transformers-Serien, aber dann habe ich mich ein bisschen vertan mit den Serien, mit Cybertron und so weiter. Also, ich sag mal so, bis 2000 ist keine Serie rausgekommen. Da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen vertan. Robot in Disguise und auch die Armada
Cybertron und Energon-Serie müssen nach 2000 gelaufen sein. Also das muss irgendwann danach gewesen sein. Aber wie gesagt, auch eine schöne Figur. Ich habe mir nicht viele von den Action Master gekauft, weil für mich waren das keine Actionfiguren. Also wie gesagt, Hasbro wollte gerne einfach sein. Es reicht doch, die Figur zum Spielen zu haben, wie so eine G.I. Joe-Figur, wie so eine Star Wars-Figur. Waren ja auch nicht anders aufgebaut. Beine konnten nur gerade bewegt werden, Arme konnten nur wirklich so. Das war's, eine Waffe in die Hand, ein ganz kleiner Gimmick, der sich verwandeln konnte, meistens eine kleine Kanone oder so. Das sollte reichen. Dazu kam dann Fahrzeuge. Was soll ein Transformer, der sich in ein Fahrzeug verwandelt? Mit dem Fahrzeug. Naja, egal, das war eben halt ja, deren Gimmick so, und die haben sogar in Marvel Comics das dann auch so umgesetzt, dass die eben halt ja, neue Kräfte gewonnen haben, wenn sie sich nicht mehr verwandelten und das Verwandeln aufgeben. So haben sie das beworben. Es war aber nie wirklich mehr ein Hit. Also in dem Sinne die Action Master Transformer. Das war es ja gerade. Das Verwandeln war Transformers. So, schauen wir weiter. Ein bisschen mache ich jetzt noch und dann mache ich gleich einen Break. Hier haben wir nochmal einen Pretender. Und auch hier klebt der Helm, deswegen nehme ich ihn ab. Figur ist nicht drin. So, da sind noch genug und der Tisch ist so gut wie voll. Was haben wir noch? Ich nehme noch ein paar raus, die so nach den Serien passen, die ich jetzt hier gerade habe. Genau. Hier haben wir mal einen Action Master. Hier könnt ihr sehen, Soundwave. Soundwave war eine meiner Lieblingsfiguren. Deswegen, ja, musste ich den damals unbedingt haben. Aber ihr seht, er kann sich nicht verwandeln. Arme und Beine lassen sich bewegen. Es gibt noch hier so ein Kniegelenk. Und sie sind so mit so einem Gummi bisschen befestigt. Das war also eine sehr einfache Sache. Sollten nur als Actionfiguren dienen. Ja, das war's. Ist schön zum Hinstellen, aber es war nicht Transformers. Deswegen ist das auch nicht gerade sehr erfolgreich gewesen. So, und hier habe ich einen Aerobot. Das müsste Skydive könnte das sein. Skydive. Und der ist auch noch heil. Ich habe ihn auch noch mal ein bisschen kaputt, weil bei mir war es irgendwann so. Oh, muss echt aufpassen. Ich verwandle gar nicht weiter. Die Klemmen, die sind 15 Jahre nicht bewegt und ich habe echt Angst teilweise, dass sie kaputt gehen. Also sind 35 Jahre, es ist echt Wahnsinn. So, was habe ich jetzt hier noch, wovon ich noch ganz kurz, ja, hier sehe ich ihn auch unter Scattershot. Ja, ich habe ihn auch nur gebraucht gehabt, aber ihr seht, er ist angelaufen komplett. Ich würde ihn nochmal austauschen, weil er auch nicht so schön aussieht mit den Aufklebern, beziehungsweise hier fehlt ein Flügel. Ich habe ihn auch mal gebraucht aus dem Flohmarkt gehabt. Mir fehlen auch, glaube ich, die Teile von Computron. Und ihr seht hier auch rosa Arme. Das Rot ist komplett, ja, rosa geworden. Es ist bleich, es wirkt brüchig. Es ist halt nicht mehr schön. Aber was soll ich sagen? That's life, that's time. Das ist manchmal so enttäuschend, wie es so ist. So. Nee, komm. Ich sag mal so. Da wird weiter ausgepackt und es, ihr habt gesehen, das ist nur die erste Kiste. Ich habe gleich die große genommen. Ein voller Tisch. Ich werde hier gleich nochmal einen schönen Schwenk drüber machen. Ich werde ein Foto davon machen. Ja, und dann machen wir ein weiteres Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns beim nächsten Teil. Freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald!